Südtirols Milchbauern können sich noch über ausgezeichnete Milchpreise freuen. Doch die Krise auf dem Milchmarkt rückt näher und verlangt von den Südtiroler Milchhöfen neue Strategien. Bunte Wildsalate und essbare Blumen für die gehobene Küche. Auf einem Eisacktaler Bergbauernhof setzt man auf ein außergewöhnliches Nischenprodukt. Das sind die Themen dieser Ausgabe von Land und Leben und dazu begrüße ich Sie herzlich aus dieser gemütlichen Stube im Hotel Fischer in Klärand bei St. André. Das Auge ist mit. Diesen Spruch versteht man sofort, wenn einem so ein bunter Teller mit Wildsalaten, Blumen und Kräutern serviert wird. Die Zutaten zu diesem besonderen Gericht wachsen hier ganz in der Nähe auf einem Bauernhof und das schauen wir uns jetzt an. Eine schmale Straße führt zum Monstroler Hof in Karnol bei St. André. Eine abgelegene, stille Naturoase, die in der Frühlingssonne voll erblüht ist. Die Idylle wird unterbrochen durch die Gewächshäuser, die Jungbauer Thomas Thaler in den letzten Jahren aufgestellt hat. Ohne sie aber wäre der planmäßige Anbau der essbaren Frischpflanzen nicht möglich. Bekannte einheimische und weniger bekannte fremde und seltene Pflanzen gedeihen hier nebeneinander. An die 50 verschiedene Arten, zum Beispiel Baumspinat, Toranil und das kühlende Eiskraut. Wenn man das so isst, dann wird es kiel im Mund. Ne? Das nimmt man hauptsächlich auch, tut man in Salate rein. Das Toranil, ja, das gehört zu der Familie der Nesseln, zu Lippenblütler. Irgendwo auch wie ein Melisse ähnlich. Das stammt ursprünglich aus Mexiko. Es wächst gut, es ist vom Geschmack gut. Die Köche suchen ja auch neue Geschmäcker, neue Sachen. Und das ist wirklich vom Geschmack sehr interessant, weil es in die Salate einfach einen eigenen Geschmack gibt. Ne? In die Wildsalatmischungen passen außerdem Schnittknoblauch, Pimpinelle, Löwenzahn, Leimkraut, Sauerampfer und Wegerich. Sie versprechen ungewöhnliche Aromen und reizvolle geschmackliche Erfahrungen. Ein Löwenzahn und ein Leimkraut ist wirklich leider Samen von der Wiese, da gesehen. Der Sauerampfer und der Wegerich, das sind dann Zuchtformen. Nicht biologisch, aber möglichst naturnah baut der findige Jungbauer diese Nischenpflanzen an. Wildkräuter sind nicht so unfällig als wie ein moderner Salat zum Beispiel. Das nächste ist nachher Unkraut, sieht man da ja, wird mit Folie, also das hat man relativ gut in den Griff mit Folie. Düngung ist hauptsächlich alter Rohgang in der Mist, also gut verrotteter Mist. Was da ein Vorteil ist, ist vom Regen, vom Unwetter wird nichts ausgeschwemmt, dann bleibt der Humus auch relativ gut da. Was dann zu beachten ist, wenn man relativ oft schneidet, muss man manchmal mit einem Kunstdünger in Form von Spurenelementen arbeiten. Eine Plage in den konstant warmen Gewächshäusern sind die Insekten, vor allem die weiße Fliege und die Pilzkrankheit Mehltau. Durch den, dass das meiste Wildpflanzen sind, sind sie gegen Pilzkrankheiten relativ resistent oder tolerant. Und bei der weißen Fliege ist ein bisschen, kann man sie in Schach halten mit Gelbtofeln. Und wenn man überhaupt nicht mehr zurechtkommt, dann ist das Beste nach der Ernte einfach einmal mit einem Insektizid kommen. Aber das ist dann wirklich der Notfall, ja. Essbar sind auch die Blumen. Stiefmütterchen, Ringelblume, Hornveilchen, Kapuzinerkresse und die Blüten des Sauerklees. Stark nachgefragt von Gourmetköchen sind zudem die frischen Kräuter. Schnittlauch, Kerbel, Melisse, Thymian und Minze. Vor 10 Jahren gepflanzt hat sich der Bärlauch auf einem schattigen Platz stark vermehrt. Die Köche und ihre Gäste schätzen das Knoblauchgewächs für würzige, gesunde Frühlingsgerichte. Bärlauch und Frühjahr gehört zusammen. Das ist so. Und wenn es nachher noch einen einheimischen Bärlauch gibt, sind wir um die Köche dann überhaupt eine besondere Freude. Den Großteil der Pflanzen vermehrt der Jungbauer selbst weiter durch Aussaat und Stecklinge. Viele von den Pflanzen kann man in Mengen so ja nicht einkaufen. Die muss man schauen, selber zu vermehren, überhaupt von den Wildkräutern.
Die Organisation, der Anbau, die Pflege, die Ernte und der Verkauf sind sehr arbeitsintensiv. Ein Mitarbeiter und die Ehefrau helfen mit. Und besonders die Eltern, die vor 50 Jahren unter den ersten Bauern waren, die Feldgemüse anbauten, sind nun auch im Wildpflanzenanbau unermüdlich im Einsatz. Ich habe jahrelang Angst gehabt, ich und auch die Eltern noch mehr, dass das ein Trend ist, dass nach 2-3 Jahren heißt es wieder, ja, eine Minze zu dekorieren, das muss nicht sein, geht ohne auch. Aber der Trend hält jetzt schon bald 20 Jahre und folgedessen kann man nicht mehr von einem Trend reden, sondern ist das wirklich Alltag. Der Anbau der Pflanzen ist eine stete Herausforderung, genauso deren Verkauf. Die Ware muss frisch vom Feld auf den Teller. Die Wildsalate und Kräuterblumenmischungen werden je nach Kundenwunsch zusammengestellt oder einzeln verpackt. Die einheimische Spezialität hat ihren Preis. 10 Euro kostet die Schale, dem Bauer bleibt am Ende etwa ein Drittel. Geliefert wird an einen Lebensmittelverteiler für die Gastronomie und Hotellerie. Das funktioniert so, dass im Endeffekt der Koch bestellt es beim Händler, der Händler bestellt es bei mir und nachher am Nachmittag irgendwann um 3, 4 landet bei mir eine E-Mail oder eine telefonische Bestellung und die richte es nachher und den nächsten Tag in der Früh wird es nachher geliefert. Ob diese Nische noch ausbaufähig ist, sei dahingestellt. Denn der Aufwand ist groß und die Begeisterung für die Pflanzen muss einem schon auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden sein. Jetzt verlassen wir die bunte Welt der Pflanzen und wenden uns dem weißen Gold der Südtiroler Bauern zu. Der Verkauf der kostbaren Milch aus dem Euter solcher Kühe war für die Südtiroler Bergbauern jahrzehntelang eine ertragreiche Einnahmequelle. Seit einigen Jahren aber geben auch hierzulande immer mehr Bauern die Milchproduktion auf, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Hinzu kommt nun eine Milchmarktkrise, die die Milchbauern in ganz Europa unter Druck setzt und auch vor Südtirol nicht Halt macht. Den starken Preisdruck auf die Milch spüren nun auch die hiesigen Milchvermarkter, die bisher mit ihrer genossenschaftlichen Stärke gut gefahren sind. Nun aber müssen neue und noch bessere Strategien her. Obwohl Südtirols Milchhöfe den Bauern für das Jahr 2015 ausgezeichnete Milchpreise auszahlen können, war die Stimmung bei der Vollversammlung des Sennereiverbandes getrübt. Unmissverständlich klang durch, dass diese Preise künftig nicht mehr zu halten sind. Preise zwischen 50 und 60 Cent pro Kilogramm konventionelle Kuhmilch je nach Milchhof. In einer Zeit, in der Milchbauern in Europa mit 20 bis 30 Cent schon längst ums Überleben kämpfen. Wir sehen einfach, dass es in ganz Europa noch keinen Willen gibt, hier eine Einschränkung zu finden, beziehungsweise einen gemeinsamen Willen, diese Krise zu beenden. In Deutschland haben sie für das Krisenmanagement vorgeschlagen, dass hier einfach der Stärkere, der es überlebt, der wird es überleben, der andere wird aus der Milchproduktion ausscheiden. Deshalb macht das uns natürlich sehr große Sorgen, dass wir in diesen Preisstrudel mit nach unten gezogen werden. Die Märkte konnten das Mehr an Milch seit dem Wegfall der Milchquoten nicht aufnehmen. Russland-Embargo und unstabile Länder treiben die globalen Milchvermarkter auf Märkte, die traditionell auch von Südtirol beliefert werden. Etwa Italien, das die Produkte aus Südtirol noch vorzieht, aber wie lange noch bereit sein wird, dafür mehr zu bezahlen. Werden die Anstrengungen der vergangenen Jahre die Krise abfedern können? Das sichere genossenschaftliche Netz, die hohe kontrollierte Produktqualität, die Einsparungen und technischen Neuerungen, der mit 95% hohe Veredelungsgrad der Milch in Joghurt und Käse, die innovativen Produkte. Es wird nicht reichen. Wir müssen auch verstärkt auf den Export setzen. Und hier erwarte ich mir schon auch noch mehr Zusammenarbeit, weil einfach der Export auch sehr kostspielig sein kann. Und hier müssen wir Ressourcen bündeln, gemeinsam hinausgehen, unsere Produkte zu bewerben und zu verkaufen. Da ist ein Schritt, aber natürlich auch die Produktentwicklung. Hier arbeiten wir ja sehr gut mit Universität und Leinburg zusammen. Hier müssen wir alle Chancen nutzen, um uns für die Zukunft noch besser aufzustellen. Noch besser geht das überhaupt? Etwas geht immer. Das macht der Milchhof Sterzing vor und geht dabei auch eigenwillige Wege, die den anderen Südtiroler Milchvermarktern nicht gefallen. So nimmt er seit 2 Jahren den Bauern aus dem nahen Nordtirol die Milch ab.
Mit 11 Millionen Kilo im Jahr eine beträchtliche Menge, um der Nachfrage nach dem Sterzinger Joghurt, vor allem im Sommer, wenn die Milch knapp ist, und nach Bioprodukten nachzukommen. Es gibt also sehr viele Betriebe, die heute bereits Biomilch im nördlichen Wipptal, im Stubaital produzieren. Und es gibt noch einige, die das gerne machen möchten, das heißt, die jederzeit umstellen können. Das war für uns einfach einer der wichtigsten Gründe. Der Wermutstropfen. Sterzing kann deshalb nur für etwa die Hälfte seiner Produkte das Südtiroler Qualitätssiegel verwenden. Die Marke Sterzinger Joghurt aber ist bekannt. Täglich werden 1,5 Millionen Becher Joghurt abgefüllt. Die Spezialisierung auf ein Produkt hat sich offensichtlich bisher bewährt. In Italien gehören wir zu den Marktführern. Wir verkaufen über 80% die Sterzinger Marke. Und wenn ich meine Eigenmarke verkaufe am Markt, dann habe ich natürlich auch ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Ich kann schauen, wo möchte ich das Produkt verkaufen und besonders zu welchem Preis. Und unter bestimmten Preisen wird das Produkt für uns nicht verkauft. Und damit es so weiterläuft, braucht es immer wieder neue Impulse. Neue Joghurtsorten, neue Mischungen, neue Verpackungen wie etwa das Bio-Joghurt im Glas, das sich erfolgreich verkauft. Ganz frisch im Sortiment die Bio-Heumilch. Damit ist Sterzing der erste Milchhof in Südtirol, der dieses im benachbarten Ausland schon bewährte Produkt auf den Markt bringt. Bis 2017 sollen alle Lieferanten von Biomilch auf Bio-Heumilch umsatteln. Die Bio-Heumilch ist einfach ein bisschen natürlicher, ein bisschen vollmundiger, ein bisschen süßlicher im Geschmack und hat wichtige Omega-3-Fettsäuren, die der menschliche Körper braucht. Noch zahlt der nördlichste Milchhof des Landes seinen insgesamt 600 Bauern seit Jahren den höchsten Milchpreis aus. Der Druck im Verkauf aber ist spürbar stärker geworden. Eine hausinterne Quotenregelung soll die Mitglieder, die ihre Milchkühe aufgestockt haben und nun mehr Menge liefern, bremsen. Wir haben auch als einziger Milchhof bereits im letzten Jahr eine Regelung eingeführt, dass nicht jeder liefern kann, wie viel er will, sondern in bestimmten Ausmaß in Bezug auf dem, was er im Vorjahr geliefert hat. Wer große Mengen hat, tut sich schwerer. Die Bergmilch Südtirol muss als größter Milchhof immerhin 2.646 Milchbauern zufriedenstellen und die tägliche Milchmenge von 550.000 Kilo zuerst verarbeiten und dann auch verkaufen. Und das in Zeiten von extremen Milchpreisdumping. Der Druck ist sehr stark und jeder Einkäufer will natürlich einen Vorteil von diesen niedrigen Milchpreisen haben. Und so haben wir tagtäglich zig Anfragen für Preisreduktionen, denen wir aufgrund unserer Kostenstruktur gar nicht folgen können. Und wir müssen ehrlicherweise dann sagen, die Südtiroler Berglandwirtschaft ist nicht zukunftsfähig, wenn sie sich auf den Weltmarkt bewegen muss. Was tun also? Weniger Versandmilch und mehr Veredelung sind bereits erreichte Ziele. Die Bergmilch konnte 2015 als sehr erfolgreiches Geschäftsjahr abschließen. Mit Blick auf das kritische laufende Jahr überlegt aber auch der größte Milchhof des Landes eine eigene Milchmengenregelung für die Mitgliedsbauern. Erfolgversprechend sind weiterhin neue Aktionen und vor allem die Nischenprodukte. Beim Joghurt etwa lockt die Bergmilch ihre Kunden je nach Saison mit besonderen Winter- und Sommersorten. Seit einigen Jahren hat sich die Bergmilch auf die Herstellung von laktosefreien Produkten spezialisiert. Milch, Joghurt, Butter, Frischkäse für Menschen, die den Milchzucker nicht verdauen können. Wir übernehmen eigentlich die Aufgabe vom Magen. Wir tun eigentlich in das Produkt das Lactato zugeben, müssen den nachher circa eine Zeit von 10-12 Stunden geben, dass das Lactat abgebaut wird in Laktose und Galaktose. Und eigentlich wir übernehmen die Aufgabe und dann ist laktosefrei. Die Nachfrage nach laktosefreien Produkten steigt, genauso auch jene nach Bioprodukten. Auf den Biozug muss die größte Südtiroler Sennerei mit ihren Bauern aber erst noch beherzt aufspringen. Ich würde sagen, dass wir die Trends zwar beobachtet haben, aber das Genossenschaftswesen und die kleinstrukturierte Landwirtschaft nicht unbedingt auf Geschwindigkeit setzen kann. Das hat auch viele Stärken, aber in diesem Fall ist es auch eine Schwäche, dass große Veränderungen in kleinstrukturierten Betrieben natürlich auch langsam vonstatten gehen. Und das sind diese Themen, die wir bearbeiten müssen. Und unsere Mitglieder sind dabei, jetzt auch das zu verstehen, zu überlegen, was können sie tun, damit der Markt auch in Zukunft gesichert ist. Laktosefreie und Bioprodukte. Damit punktet auch der Milchhof Brixen, die Primi mit 1200 Mitgliedsbauern, der zweitgrößte Milchhof im Land. Ihr Zugpferd am Markt ist die Mozzarella.
85% der Milch fließt in die Produktion des Frischkäse, den es in vielen Größen und Variationen in Kugelform und als Stange, normal, bio, als Fior di Latte, fettarm und laktosefrei gibt. Mit einem Bio-Anteil von ca. 3,5% steht der Milchhof Brixen nach Sterzing an zweiter Stelle. Die Bio-Nachfrage steigt noch und die Preise bei Bioprodukten sind trotz Milchkrise konstant geblieben. So könnte auch der Milchhof Brixen noch mehr Bio anbieten. Doch die Bauern zögern. Heute sind einfach einige gewohnt, konventionelle Milch zu produzieren. Und da braucht es ein bisschen Aufklärung bzw. auch Überzeugungskraft. Ich bin auch überzeugt, dass in Zukunft einiges an Biomilch mehr produziert werden wird. Aber es ist halt nicht ein ganz kurzfristiger, sondern ein mittelfristiger Prozess. Eine höhere Wertschöpfung will der Milchhof Brixen künftig über die Verarbeitung von Nebenprodukten erreichen, wie etwa der Molke, die bei der Mozzarella-Produktion anfällt. Der Molkepreis ist in den letzten Monaten ganz rapide nach unten gegangen. Im Moment liefern wir die Molke als Konzentrat an einen deutschen Industriepartner. Aber wir sind jetzt eben dabei, nach neuen Konzepten, nach verschiedenen Ideen zu suchen, gemeinsam auch mit externen Partnern, wie man eben diesen grundsätzlich sehr wertvollen Rohstoff Molke noch besser verwerten kann. Innovation, Forschung und Nachhaltigkeit, das waren demnach auch die Leitworte, die der Sennereiverband in seiner Vollversammlung ausgegeben hat. Mit großen Erwartungen in die Fachleute an der Universität Bozen, im Forschungszentrum Leimburg und in der Beratung. Einen wichtigen Part in dem ganzen Geschäft spielen letztendlich aber Sie, die Milchbauern. Die meisten von Ihnen bzw. Ihre Frauen gehen zwar noch täglich zur Melkarbeit in den Stall, die Existenz aber sichern Sie sich längst schon aus anderen Einkommen im Neben- oder Zuerwerb. So auch der beste Milchlieferant 2015, der auf seinem Hof in St. Martin am Kofel bei Latsch auf 1650 Metern Meereshöhe die steilen Wiesen mäht und aus seinen 6 Kühen das Beste herausholt. Du warst leider nicht so mit der Ortschaft für die 15, 16 Bauern. Die gehen ja alle neben mir arbeiten, nicht? Weil wenn wir wirklich so gut unterstützt wurden, wie es allem geschrieben wird, dann müssen wir nicht arbeiten gehen. Weil es so mehr am Nehmerwerk und die Frauen und die Kinder haben daheim die Arbeit nicht. Man halt ist ein bisschen, was auch mal sicher nicht einfach ist. Nicht? Wird die nächste Generation trotzdem weitermachen? Oder werden wir Konsumenten eines Tages statt für gute Produkte nur noch für die gepflegte Landschaft zahlen? Ein Milchpreis unter 50 Cent wird dazu führen, dass die Milchproduktion im Berggebiet langsam eingestellt wird. Und wir müssen auch den Appell an den Konsumenten richten, konsumiert auch unsere Produkte, damit auch hier ein Überleben der Berglandwirtschaft möglich ist. Das Südtiroler Vorzeigeprodukt Milch und wie es die Milchmarktkrise überstehen kann und das noch neue, unbekanntere Nischenprodukt Wildsalate und Wildkräuter, das waren die Themen heute bei Land und Leben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 9. Juni. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.